Ja, willkommen zurück zu Super Mario Maker. Schaut mal, ist das nicht wunderschön, dieses Geglitzere hier? Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was den letzten Part angeht. Und ich werde euch das eben mal kurz zeigen. Ich glaube, das eine zu viel. Ja, das reicht schon. So, was wir zum einen brauchen, ist eine Wolke und ein Nee. Was kommt zuerst dahin? Ich glaube, erst die Wolke. Und dann das da drauf und dann. So. Und jetzt. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Also irgendwie in der Richtung geht das. Irgendwas habe ich gerade vergessen. Tut mir leid. Also, es ist auf jeden Fall das, was wir dafür brauchen. Mal sehen, ob das mit dem anderen Glitch besser funktioniert. Das war ja einmal. Oder vielleicht gab das nur in dem Super Mario Bros. 3 Stil, denn irgendwie zeigt das jeder nur in dem Stil. Ach, was weiß ich. Jedenfalls sowas in der Art, jedenfalls. Keine Ahnung. Damit will ich jetzt aber nicht. Damit will ich jetzt nicht den Part füllen. Ich mache noch mal eine 10 Mario-Herausforderung. Ich weiß, die sind nicht mehr allzu spannend, aber kommt schon. Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Ihr wollt doch auch sehen, wie ich mich an den Nintendo World Championship Leveln versuche, oder nicht? Mit Paul zum Ziel. Ich sag nichts, ich schweige. Oh.
Das war doch nicht schwer, verdammt. Bowser, der Hochstapler. Haha, Wortspiel. Ah, nein! Ach, nö. Das schaffe ich, dass die alle da zu besiegen und dann kommt da einfach so ein Koopa und tötet mich. Ey, wenn ich diese 10 Mario-Herausforderungen jetzt nicht schaffe, dann, ich weiß nicht. Sucht euch eine Strafe aus. Der Bowser ist jetzt weg. Und jetzt? Egal. Ich springe einfach gegen Zielfall. Passt schon. Fünf-3 Remix Schuhgumbas. Wisst ihr, welches Power-Up ich irgendwie gerne wieder hätte? Den blauen Panzer aus New Super Mario Bros. Für den DS. Der war awesome. Ich hab das immer voll geliebt, dann als Panzer hier überall lang zu rutschen. Ach komm, ich will den großen haben. Oh, da oben. Da oben war noch eine Röhre. Da oben war noch eine Röhre. Warum kriege ich hier jetzt tobenden Applaus? Drei Abdomino. Schön, ein Level, bei dem ich One-Ups bekomme. Naja, hat nicht ganz so funktioniert, wie die das gedacht haben, aber ich habe den Level geschafft und das reicht mir jetzt erstmal. Springe! Okay. Wow. Da war ja selbst Mega Mushroom Jumps noch innovativer.
Moment mal. Wofür habe ich die 3 One-Ups bekommen? Ich habe keine Ahnung. Clown-Kutschen-Kanonade. Was alles so eine Clown-Kutsche reiten kann. Und tschüss. So, 7. Level. 2-3 Remix, Pyramiden. Komm mal her, Koopa. Ich brauch dich eben kurz, ich muss dich missbrauchen. Tanuki! Ich hab's vermasselt, oder? Egal, ist ja nicht so, als würde ich bald die 10 Leben verlieren. Man kriegt die andauernd wieder zurück. Nein! Obwohl, ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann nehme ich eben dich. Disco! Ups. Und dann nehme ich dich einfach mit. So, letzter Level. Ruhig Blut. Wird das ein Blutlevel? I. Oh, das da unten ist also keine Lava, sondern Blut? Nintendo, was seid ihr für vier seltsame Gestalten? Ihr seid die Fratzen des Bösen. Nein! Ja, toll, der One-Up bringt mir jetzt richtig viel. Nein, um dich kümmere ich mich gar nicht erst. Tschüss, Bowser Junior. Mario, number one. Ja, Toad, ich weiß schon, dass du da stehst.
So, damit hätten wir das wieder. Ich guck jetzt einfach mal, wie viele Level uns hier jetzt noch fehlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen das noch ein paar Mal machen. Dann machen wir jetzt noch einen Random Level. Ich guck mal von dem Typen, der diese Musiklevel da gemacht hat, ob der noch mehr gemacht hat. Ach so, schaut mal, es war sogar derselbe Typ. Dann folgen wir dir mal. Was? Hier, das scheint noch ein Musiklevel zu sein. Einfach mal spielen. Ich frag mich nur, wie der Level keine Abschlussrate von 100% haben konnte. Haben es echt Leute geschafft, hier... Wie ist das möglich? Die haben wahrscheinlich vor dem Zielfall so lange gewartet, bis die gestorben sind, aber warum sollte man es machen? Oh, das wird mir gefallen, das wird mir gefallen. Hihi. Warum kein Link? Geht doch. Ach, das war's? Schade. Hätte echt Bock drauf gehabt, das nochmal zu hören. Ist einer meiner Lieblings-Zelda-Songs. Müsst ihr wissen. Aha, man kann sich das auch rückwärts anhören. Aha. Mann, ich müsste echt mal mehr auf meiner eigenen Ocarina üben, dann könnte ich sowas auch spielen.
Ja, das war's dann mit diesem Part Super Mario Maker jedenfalls. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.